Und damit hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge des Morrowind Let's Plays, beziehungsweise zur 13. Folge des Morrowind Blood Moon Addon Let's Plays, wo wir uns gerade in der Burg Karstadt befinden und wir uns hier jetzt mit Krisch durchkämpfen sollen, nachdem er hier uns in den Eingang hier gefunden hat. Ach, schaut einfach das Ende der letzten Folge. Es ist super schwierig zu erklären, warum wir hier sind. Wir sollen uns hier auf jeden Fall durch diese Höhle kämpfen und kommen dann zu einem... Ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen. Er hilft uns dann auf jeden Fall, dass wir den einen Typen darüber befragen können, warum die ganzen Hawker tot sind. Und das ist unsere Aufgabe aus dem Dorf. Und an der arbeiten wir gerade. Aber die... Diese Kuh hier gibt komische Geräusche von sich. Auch die komplette Story jetzt innerhalb von kürzester Zeit wiederzugeben, erachtet sich als schwieriger. Also zumindest ist es ist machbar. Es ist nur schwierig, an alles zu denken. So, lokal. Das interessiert mich viel mehr. Wir sind von da gekommen. Sind hier so lang gelaufen. Dann laufen wir doch mal erstmal hier weiter runter. Ja, wenn ich den richtigen Weg finde, gehe ich nochmal zurück, würde ich sagen. Erkunde die Höhle komplett. Ich hoffe ja nicht, dass ich den richtigen Weg auf Anhieb finde. Nächsten. Ich trinke mal einen Heiltrank nebenbei. So. Der Tango wurde aktualisiert. Oh. Chris ist tot. Jetzt ist die Frage, eigentlich habe ich gekämpft, wieso ist er gestorben? Das ist die Frage. Und nächste Frage, ist das ein Problem, dass er tot ist? Wir gucken mal kurz nach, ob das ein Problem ist. Chris makes a deal with you to help him. So guard him well. I know you can close the dialogue box as soon as you meet him and go kill guards in your own. Once all guards are dead, return to Chris and you can go directly to him. Once you've killed all of the eight... Jetzt ist die Frage. It's very important to keep Chris alive. As if he died, you will be unable to complete the quest. Okay. Wir haben verkackt. Laden. Quick Save hier. Das heißt, wir müssen jetzt nach jedem Safe Game auf, nach jedem Mob aufpassen, dass er mir nicht stirbt. In diese Richtung bin ich weitergegangen, glaube ich. Der hat ihn getötet. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er ihn nicht töten kann. Ich stelle mich jetzt immer so hin, dass es nicht passieren kann, dass er stirbt.
Also ich stelle mich immer einmal kurz so rum hin. Noch lebt er. Und achtet mal hier auf die Hände. Jetzt sind sie wieder weg. Da. Man sieht da einen Mob. Okay. Er ist wieder weg. So, ich weiß nicht, wie viel Leben er noch hat. Ich werde mich mal kurz hochheilen. Und ich nehme auch mal noch ganz kurz diesen einen Trank, der Stärke erhöht. Den hier nehmen wir mal noch einen. So. Warten, dass wir voll sind. Müssen wir unser Schild reparieren. Hm. Das hält noch ein bisschen. Okay. Und speichern und weiter geht's. Okay, wir sind eine Sackgasse gelaufen. Oh, wo es sogar noch Blut gibt. Eine Zweihand-Axt, die nicht sonderlich viel wert ist. Okay. Jetzt machen wir hinten die ganzen Beutel noch auf. Den da looten. Den. Den. Und den hier. So. Speichern und gehen jetzt zwangsweise zurück, weil das der falsche Weg ist. Hier nach oben komme ich nicht. Wenn dann nur mit Levitieren und da kann er ja nicht mit. Deswegen macht das keinen Sinn. Deswegen nehmen wir zurück. Ich muss kurz auf ihn warten. Okay, er kommt. Nicht, dass er hier rumbackt und den Weg nicht mehr zu mir findet, wie es das eine Mal die eine Wache getan hat. Die hatte ja auch den Weg zu mir nicht mehr gefunden. So. Ich weiß gar nicht mehr, doch, das ist alles noch der richtige Weg. Hier vorne hatte ich mich entschieden, in diese Richtung zu gehen. Hier bin ich ja nicht durchgekommen. Jetzt warten wir kurz auf den Kleinen. Und gehen mal kurz in diese Richtung. Schauen, was hier ist. Hier ist nur eine Kiste. Okay. Nehmen wir... Uns gehen die Dietriche aus. Na gut, wir haben noch drei davon. Drei Meister-Dietriche. Und ich mache mir Sorgen. Brauchen wir nicht. Können wir mitnehmen, brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Okay, nichts Besonderes. Dann ist also der richtige Weg in die andere Richtung gewesen. Da lang. So wie es aussieht. Weil hergekommen sind wir hier. Hier sind wir hergekommen. Ich warte kurz auf den kleinen Rickling. Der nicht sterben darf. Und ich sollte schon mal die Waffe wieder wechseln. So. So, waren wir jetzt hier unten schon? Ich fall runter. Okay, ich wollte nicht runterfallen. Ich bin es aber. Ich weiß den Rückweg. Ich hoffe einfach nur, dass er da oben jetzt nicht stirbt. Ansonsten habe ich ein Problem. Da ist er. Nein, er ist nicht gestorben. Er ist auch nicht rumgebackt. Zumindest das funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal da oben hin. Ja, ich muss mich umdrehen. Komm, lass mich hier vorbei. Huhuhu. So, jetzt können wir gegen ihn kämpfen. Komm noch ein Stückchen weg. Er lebt noch. Puh. So. Hier lang. So, einmal speichern. Was passiert, wenn ich ihn anquatsche?
Wenn ihr nach oben wollt, müsst ihr mir helfen. Wir müssen diese Grals von uns vom Hals. Was? Müssen uns diese Grals vom Halse schaffen. Und zwar alle. Es müssen etwa 8 sein. Ich werde sie noch nicht im Keller. Ich werde sie doch nicht im Keller zurücklassen. Damit meine ich. Damit ich mich um sie kümmern muss, wenn ich hier das Sagen habe. Ach so, ja. Oh, dann ist das hier wahrscheinlich der letzte. Ich habe nicht genau mitgezählt. Ich habe mich wieder umgedreht, damit er nicht aus Versehen den Kleinen haut. Ich habe ihn nochmal gehauen. Gut, das waren sie alle. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit den lästigen... Was? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit den lästigen kleinen Dulk befassen. Ich bin direkt hinter euch. Okay. Jot. Die Grals sind besiegt. Nun müsste es mir ein leichtes sein, zusammen mit Krisch die Burg zu betreten. Ah, alles klar. Hier rein. Kommst du? Hallo? Ja, so. Der ist auch mir direkt gefolgt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt hier bedienen darf. Es sind aber nirgendwo Heiltränke, demzufolge gibt es auch gar nichts, wo ich mich bedienen möchte. Gut, gehen wir hier hoch, gucken. Wieso greifen die mich an? Der Chris ist schon wieder tot, ne? Ja. Okay, laden. Er darf nicht sterben, wisst ihr ja. Und ich war etwas verwundert. Nun müssen wir nur noch zum Gang oben gelangen. Mein Orientierungssinn ist nicht der beste. Ihr geht voran. Schön. Und er darf nicht sterben. Das ist noch viel schlimmer. Da hinten haben wir noch einen, den hole ich mir fix so. Und den hier auch noch. Also dafür, dass hier Essen ist, klingt hier ganz schön. Was liegt an den Skeletten? Ring der Erschöpfung, Ausdauer entziehen. Mhm. Wir können mal kurz, damit der Sound nicht so laut ist, so. Nochmal das Ding. Was sehr wertvoll ist. Okay. So, hier haben wir auch nochmal Loot. Nochmal das Ding. oh. Buch auf Schlüssel. Oh ja, den sollten wir mitnehmen. Wenn ich den jetzt nicht gerade aus Versehen hier reingelegt habe. Es könnte auch sein, dass ich jetzt behindert war. Aber ich glaube, wir werden nicht beide Waffen mitnehmen können. Dafür bin ich vielleicht doch etwas zu behindert. Was haben wir hier? Ja, sie sammeln auf jeden Fall Schädel. So viel steht fest. Oh. Habe ich die Schüssel mitgenommen? Das wollte ich gar nicht. Wo ist denn die Schüssel? So. Hehe. Entschuldigung. Ja. Genau. Wir gehen mal hier hoch. Speichern nochmal fix. Wo bleibt der denn? Der backt da hinten noch rum. Aber er hat es geschafft. Wenn man ihn abholt, schafft er es. Trinkt noch einen Heiltrank.
Thronsaal. Okay, auf geht's. Hallo, Dulk. Ach, das ist Dulk. Was macht ihr denn hier? Das sind die das wird dem Meister nicht gefallen. Und ihr habt Krisch bei euch. Böser, böser Krisch. Krisch ist schlecht. Krisch ist schlecht. Und ihr seid schlecht. Weil ihr ihm helft. Was wollt ihr denn? ihr solltet wieder gehen. Tod der Hocke. Das waren nicht wir. Selbst Krisch hätte das nicht tun können. Er war hier zu beschäftigt. Ich war hier zu beschäftigt. Der Herr ist weg. Mit den Wölfen fortgegangen. Große Wölfe, böse Wölfe, Wölfe, die wie menschliche Wesen laufen, haben den Meister vor Tagen geholt. Keine Zeit für die fetten Hawker. Und Dulk hat nichts davon getan. Der Herr ist weg. Ja, der Herr ist weg. Das nochmal? Ja. Er muss bald zurück sein. Die Wölfe kamen und haben ihn mitgenommen. Große Wölfe, böse Wölfe, Wölfe, die wie Menschen laufen. Ließen Dulk ganz allein. Aber der Meister, okay. Er läuft noch hin und her. Gut. Dulk weiß nichts über den toten Hawker. Er erzählte mir, dass sein Herr Karstadt vor Tagen verschwunden ist. Er sei, nachdem an seiner Tür Werwölfe aufgetaucht waren. Die übrigen Gefolgsleute des Riesen seien mit der Rebellion in der Burg beschäftigt gewesen, so dass sie die Hawker nicht umgebracht haben können. Ich sollte diesen Bericht an Windauge weitergeben. Okay, also machen wir uns wieder zurück und ich gucke mir mal ganz kurz hier den Thronsaal an. Wir können auch nochmal ganz kurz ihn hier anquatschen. Frisch. Weiter habe ich mit euch nichts zu schaffen. Werdet endlich fertig und macht euch fort. Ich habe noch Arbeit zu erledigen. So, hier geht es noch irgendwo hin. In die Burg hinein. Hier geht es wieder runter. Und das ist der Thronsaal. Der eigentlich ganz geil aussieht. Und hier noch ein bisschen was liegt. Ich will jetzt hier mal nicht klauen. Weil ich glaube, dass die da unten dann vielleicht angepisst sind. Aber sich mal kurz auf den Thron setzen und so gucken, wie das hier aussieht, ne? Boah, nett, nett. Und hier sitzen dann immer noch ein paar Leute von ihnen. An der Seite des Königs. Okay, so, gehen wir zurück in die Hütte, in der Hut. Wir können jetzt einmal hier kurz gucken. Und stehen jetzt wieder am Haupteingang. Alles klar. Und machen uns jetzt auf den Rückweg, um denen Bescheid zu sagen. Ich wollte die eigentlich nicht töten, aber egal. Okay, wir töten nochmal haufenweise Rieglinge. Einfach weil wir es können. Geplant war es nicht. Und wir können die Lautstärke mal so noch anpassen. Dann hauen die nicht so laut zu. Wo die immer noch sehr laut sind. Noch zwei. Ich trinke mal kurz ein paar Heiltränke. Noch drei. Oh Mann. So, jetzt haben wir es gleich.
Bin mir sicher, ich glaube, hinter mir noch einen gehört. Hier hinter mir war keiner, aber ich habe den noch geaddet. Wie schön. Oh Mann. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich jetzt so viele Ricklinge getötet habe. Aber sie waren halt aggressiv, ne? Was soll ich tun? Weglaufen? So. Okay. So, speichern. 10 Minuten haben wir noch. So, greift ihr uns auch an? Hallo. Auf, ja. Ihr seid ja halb tot. Das ist kein Der, ist eine Sie, aber das war von Weitem nicht zu erkennen. Komm schon, kämpf! Auf dich hochzuheilen. Das klang auch wieder nach was anderem. Ich habe die Ricklinge alle gar nicht gelootet gehabt. Ich habe wahrscheinlich reingeguckt und habe gedacht, das ist eh nichts Besonderes. So, wir müssen zurück in diese Richtung. Wie ihr vielleicht mitbekommt, habe ich absichtlich etwas Zeit geschindet. Ich glaube zwar noch nicht, dass wir so schnell jetzt am Ende sind, aber ich ein bisschen Zeit schinden war gerade beabsichtigt. So, wir laufen in die richtige Richtung. Ja, da ist die Brücke. Wir können mal wieder reparieren. So. Und müssen bald müssten wir mal wieder ein paar Hämmer kaufen. Drängelt noch nicht, aber bald. Jetzt verstehe ich auch, warum die sagen, dass sie im Einklang mit denen leben, weil es echt nicht weit weg ist. Du auch, Aggro? Das ist mal ein Kampf. Warte, ich bin liegt auf dem Boden von einer Frau? Oh mein Gott. Ihr hättet euch einen leichteren Gegner aussuchen sollen. Unglaublich. Lasse ich mich ernsthaft zweimal von ihr auf den Boden klatschen, bevor ich schaffe, sie zu töten? Oh Mann. Warum ich? So, keine Angst, ich werde euch schon nicht. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz bei uns hier in die Hut rein und legen hier wieder, wie ihr es schon von mir kennt, wertvollen Loot weg. So, das ist nicht der wertvolle Loot, den ich weglegen wollte, sondern den hier. Zack. Und geh nochmal pennen. Bist geheilt. Und sagen nun jetzt. Gut. Windauge, was Phase der ist. Der Tag ist vollendet. Gelobt sei der große Schöpfer. Habt ihr weiteres herausgefunden über den Tod der Hawker oder die Rolle der Karstadt und seinen Ricklingeherrscher oder die Rolle, die Karstadt und seinen Ricklingeherrscher dabei gespielt haben? Das habe ich befürchtet. Selbst diese Kreaturen konnten solch ein Gemetzel nicht verursachen. Das ist ein schlechtes Zeichen, Dickfans. Und ich fürchte, dass das Schlimmste noch vor uns liegt. Nehmt dies. Es wird euch eine wertvolle Hilfe sein, wenn man bedenkt, was man von diesen Krals so hört. Vielleicht wird es euch in den kommenden schwierigen Zeiten behüten und wird nun und nun müssen wir uns leider näher über die Bloodmoon-Prophezeiung unterhalten. Bloodmoon-Prophezeiung. Es ist an der Zeit, davon zu sprechen. Die Legende berichtet von einer Zeit, die einmal in jeder Ära anbricht, in der ein Dämonengott über das Land wandeln wird. In Begleitung seiner Hunde. Kreaturen von furchtbarer Macht. Er ist der Jäger. Und seine Erscheinen
gehen 3 Zeichen voraus. Ich hatte gebeten, dass ihr die Zeichen falsch deutet. Ich hatte gebetet, dass ich die falschen Zeichen falsch deutete. Die Prophezeiung falsch verstanden hätte. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht so ist. Die 3 Zeichen. Das erste verkündet Feuer aus dem gläsernen Auge. Das haben wir im Fladiadingsee gesehen. Obwohl ich hoffte, dass es einfach die Magie des Daugerfürsten. So, dann spricht die Prophezeiung von der Flut des Grauens. Tote Höcker stürmen unsere Ufer, aus unerfindlichen Gründen. Und schließlich spricht die Prophezeiung vom Blutmond. Wenn der junge Mond das Blut der Beute des Jägers rot gefärbt ist, schau zum Himmel, Blatzgal, das dritte Zeichen ist Wirklichkeit geworden. Jetzt warten wir auf das Spiel des Jägers. Der Legende nach ist jede Ära anders. Die Ahnen erzählen von einer Zeit, in der Jäger und seine Hunde über ganze Stämme herfielen. Die Leute wurden in die Jagdgründe geschleppt und von den Hunden gehetzt, Die Leute wurden in die Jagdgründe geschleppt und von den Hunden gehetzt. Die dabei starben, hatten Glück. Die Überlebenden standen dem Jäger gegenüber. In einer anderen Ära sagte der Jäger nur einen Mann. Man sagt, dass der Jäger für eine Ära in sein Reich zurückkehrte. Nochmal. Die dabei starben, hatten Glück. Die Überlebenden standen dem Jäger gegenüber. In einer anderen Ära jagte der Jäger nur einen Mann. Man sagte, dass der Jäger über eine Ära in sein Reich zurückkehrt, wenn das Opfer bis zum Ende des Blutmondes durchhält. Wir brauchen nur den Plan des Jägers zu. Nur auf den Plan des Jägers zu warten. Plan des Jägers. Wir müssen abwarten, was passiert. Ich bete nur zum großen Schöpfer, dass wir nicht alle Teil dieses Plans sind. So, es sind... Ihr tragt so viele Gegenstände dabei. Ich leck mich. Legen wir kurz die Hämmer hier weg. Können wir uns wieder bewegen. Tagebuch. Ich muss mal kurz das Tagebuch lesen. Ich habe das gerade nicht alles gecheckt. Ich habe diesen Neuigkeit Windauge berichtet, der nicht weiter überrascht zu sein schien, dass das Gemetzel nicht von den Rieglingen verübt wurde. Er fürchtet, dass für Solstheim furchtbare Zeiten angebrochen sind und gab mir ein Schwert, das mit Feuermagie belegt ist, damit ich mich gegen den bevorstehenden Ansturm verteidigen kann. Grost Windauge hat mir mehr über die Blutmondprophezeiung erzählt und die Zeichen, die darin vorhergesagt wurden. Das Feuer aus dem gefrorenen See, die Flut der toten Horker und jetzt ist der Mond selbst blutrot geworden. Er sagt, dass alles, was bleibt, das Spiel des Jägers ist. Gemäß der Legende wählt der Jäger seine Beute aus den Reihen der Menschen. Und wie viele er wählt, ist in jeder Ära anders. Windauge weiß nicht, was in den nächsten Tagen passieren wird. Aber er befürchtet das Schlimmste. So, jetzt nehmen wir erstmal dieses Ding hier. Das Langschwert der Flamme. Wo ich hoffe, dass ich es nicht brauche. Oder wir legen mal diese Axt hier weg. Wir legen mal die Axt der Lehmann weg. So. Und holen uns hier erstmal wieder die Dinger wieder. Der Risstag ist vollendet. Gelobt sei der große Schöpfer. So, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Sollen wir auf das Schlimmste, Beste hoffen? Manche Menschen kamen bereits dumm zur Welt. Ich zog was meinst du denn nachts? Klick mal kurz hier drauf. Und hier kommt noch etwas Längeres, was uns nächste Folge dann erwartet. Aber nächste Folge ist das 100-Abonnenten-Special. Das Special zur 100. Folge. Und ich hoffe, dass das problemlos verstanden gehen wird. Das heißt, für mich, wenn wir in der 101. Folge angekommen sind, werde ich hier in der Wiki lesen, wie es weitergeht mit Hurricanes Hunt, also mit irgendeiner Jagd. Wie das hier weitergeht, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass es die letzte Quest ist. Hier steht da, Return to Crush and Frostmourne to finish the Main Quest. Das heißt, wenn wir damit fertig sind, haben wir die Main Quest geschafft und wir haben kein Gebäude aufgebaut, was mich verwundert. Ich dachte, wir bauen irgendein Gebäude auf. What? Ist egal. Die Story ist trotzdem bis jetzt sehr interessant gewesen und hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, nächste Folge, für mich das 100-Folgen-Special. Ich versuche, was Cooles zu machen. Entweder ihr habt nächste Folge was Cooles oder eben nicht. Wir werden es erfahren. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage auch wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö!